Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Take It Light. Ja, es geht weiter. Heute ist der finale Tag. Ich habe natürlich, so wie angekündigt, da hinten ein winziges, kleines, niedliches Kraftwerkhäuschen gebaut. Also, es ist wirklich klein und niedlich. Also, ihr seht, es ist nicht sonderlich groß, aber ich habe mir gedacht, es reicht das Nötigste. Und ich habe jetzt auch nichts großartig mit Reinforced Stone ausgekleidet oder sonstiges, weil wenn das Ding in die Luft fliegt, werde ich es bestimmt nicht nochmal bauen. Dann können wir auch lieber den Krater angucken und sagen, oh mein Gott, was sind wir für Fehler? Beziehungsweise, was bin ich für ein scheiß Fehler? Ja, deswegen haben wir hier diesen kleinen Reaktorraum ausgeleuchtet mit kleinen süßen Fäckelchen und so weiter und so fort. Ja, da werden wir jetzt mal heute, ne, das ganze Zeug mal rüberräumen. Aber vorher müssen wir noch irgendwas basteln, und zwar einen Thermal Monitor. Den hätte ich gern. Wie baut man den denn? Das weiß ich gerade gar nicht. Thermal Monitor? Bin ich im... Ja, okay. Oh, also brauche ich doch Reinforced und einen Advanced Circuit. Also brauche ich Alloy. Alloy, Alloy, Alloy. Ja, ja. Das muss ich auch dringend mal umstellen, das ist irgendwie blöd. Aber egal, Bronze. Dann, wohl ich hab mein, ich, unten habe ich doch noch so unglaublich viel Zeugs irgendwo rumfliegen. Oh, warum liegt denn hier Gold? Naja, Reinforced Stone haben wir noch genug. Dann brauche ich Zinn. Habe ich Zinn? Hier nicht. Habe ich hier noch Zinn? Ganz viel Zinn. Ja, nur mal ein Stack. Der sollte reichen. Alloy. Ein Alloy habe ich noch. Das sollte aber nicht reichen. Na, wo ist der Alloy her? Ja, wo ist er? Da ist er. Gut, habe ich eigentlich eine kontinuierliche Stromverbindung zu meiner Power Junction? Müsste eigentlich, ja. So. Ich habe Kupfer, das muss ich mitnehmen. Ich habe Refined Iron. Ja, das reicht ja erstmal so. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt das hier zusammenschmelzen kann. Halt, stopp, so. Ja, genau. Bronzedurst. Ein wenig. Nehmen wir mit. Das wird direkt gebrannt. Oh, es könnte ein bisschen viel gewesen sein. Obwohl, ach, zu viel gibt es doch gar nicht. Ach, Quatsch. Lass uns das direkt mal mitbrennen hier. Ja, es ist wunderbar schnell. Ich liebe es einfach. Es ist herrlich, herrlich. So, da kriegen wir schon mal zwei, also vier raus. Wir brauchen eigentlich nur noch einen. Aber... vielleicht brauchen wir später nochmal welchen, dann können wir das direkt mitnehmen. Ich weiß gerade gar nicht. Mixed Metal. Refined Bronze Zinn. Okay. Und Zinn. So. Tun wir das auch mal hier rein. Das können wir auch hier lassen. Und das auch. Einmal, zweimal. Das gehen wir dann eben schnell kompressorieren. Geht ja auch verdammt fix. Das Ganze ohne Upgrades, das ist nicht toll? Ich find's klasse. Okay, so, wie geht das denn jetzt noch gleich? Das Da. Okay, Glas und einfach nur Alloy. Hm, so einfach. So einfach ist das. Ja, supi. Glas. Ach, das ist doch direkt hier. Da, nein, da. Mein Gott. Zielwasser heute nicht getrunken. 6, 7. Herstellen. Anfordern, bitte. Na komm. Sind wir heute sehr langsam, habe ich so das Gefühl, hä? Habe ich jetzt angefordert oder nicht? Ach, Quatsch, habe ich nicht. Natürlich nicht. Ach, Quatsch. 7. Request. Successful. Perfekt. So, und jetzt haben wir hier und dort und... ach nee.
Die zwei kommen ja weg. Kommen, glaube ich, dafür hier hin, richtig? Ja, genau. So war das. 7. Dann brauchen wir noch einen Advanced Circuit. Was haben wir noch im System rumfliegen? Nicht zufällig noch ein Circuit oder so? Das wäre doch mal ganz toll. Ne? Maschinchen ohne Ende, aber kein... Nee. Oh. Ja, dann brauchen wir Rupert. 6 Stück. Den Rest habe ich da, glaube ich, noch rumfliegen. Ja. Müsste eigentlich. Stopp halt. Nein, ich brauche noch Redstone. Warum ist hier kein Redstone drin? Ach ja, klar. Ich glaube, wir haben auch eine... Obwohl, nein, haben wir nicht. Okay, wir hatten mal eine Redstone-Knappheit, aber die hat sich durch die Quarry, glaube ich, auch wieder direkt erledigt. Ja. Und deswegen Redstone und Glowstone brauche ich auch. Davor natürlich keinen ganzen Stack, sondern nur so ein paar. So. Ja. Läuft. Okay, dann brauche ich jetzt meine Käbelchen. Zack, zack, zack. Oh, ich hätte so gern hier auf Ticket die 1.5.2 oder die 1.5.6, die 1.6, aber wegen dem Hinlegen, wisst ihr? Wisst ihr, was ich meine? Das ist so praktisch. Brauchte ich nicht auch Lapis Lazuli? Ja, brauche ich auch. Lapis Lazuli. Zacki, 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 zacki. Lalalalalalala. Wupp. Okay. Nee. Gut. Nehmen wir das so. Ein Advance und einfach nur ein Redstone. Das ist doch easy, easy, easy. Und schnell gemacht. Thermaler Monitor. Schön. Gut. So. Redstone können wir direkt mal mitnehmen. Und jetzt tue ich mal... Das können wir mal wegtun. Das können wir auch wegtun. Alles, was ich jetzt so nicht brauche, gerade mal in unser System. Was zu essen braucht man immer. Das kann weg. Weg. Das behalten wir mal und den Rest tun wir erst einmal in unser Handtäschchen. Oh. Nein, natürlich nicht so. Was sagt der hier eigentlich? Schon fertig gemacht? Oh, prima. So mag ich das, so mag ich das. Hihihi. Okay, dann arbeite mal schön weiter. Ich glaube, wir müssen mal eben ganz kurz doch umdisponieren und mal eben kurz unseren Recycler wieder ein bisschen Futter zustecken. Wie sieht es hier aus? Oh, schon mal ein bisschen gemacht. Kurz was essen. Om nom 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 nom. Schump. Genau, das waren Pflanzen. Hier ist schon mal leer. Hier ist Dirt, den möchte ich behalten. Hier ist Zeugsi. Und dann genau, machen wir hier weiter. Wir haben immer noch genug Cobblestone. Nicht nur hier. Den Gravel behalten wir mal lieber. Jo, machen wir mal weiter. Gott. Was bin ich alles für Cobblestone-Gedönse haben? Ist der Hammer. Ha, naja. So ist es halt, ne? Das ist immer so, dieses Abfallprodukt, das man aber hinterher doch noch eigentlich relativ gut weiterverwerten kann. Eben hier in diesem Recycler, weil die, Stromersparnis für den Mass Fabricator durch diese Scrap und Scrapboxen ist doch schon ziemlich hoch, muss ich sagen. Von daher rentiert sich das auf jeden Fall. So, das letzte Ding hier noch und dann machen wir weiter im Text. Nö. Okidoki, nach oben bitte. Zack, zack, zack. So, dann fangen wir jetzt gleich direkt mal an mit dem Aufbau des Reaktors.
Ich freue mich drauf. Aber erstmal legen wir uns kurz hin. Ach nö. Wo ist mein Säbel? Creeper? Au. Lass das sein, das ist nicht nett. So. Jetzt aber. Dankeschön. Sehr freundlich, dass du mich in meinem eigenen Bett schlafen lässt. So. Hallo. Die Nachbarn sind wieder da. Wie schön. Okay, dann packen wir mal all unser Krimskrams. Ach, Gedöns in unsere Taschen. Und bringen das mal rüber. Ich könnte aber das hier wohl zuerst mitnehmen. Das wäre relativ sinnvoll. Nö. Die müssen wir sowieso als erstes aufstellen, sonst können wir ja die Sachen hier gar nicht benutzen. Die müssen wir da reinlegen, ne? Jo, lalalalala. Zack, 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 zack. So. Und. Ja. Und die letzten beiden. Perfekt. Schwert in die Hand. Ich traue hier niemanden mehr. Mach ich doch. Souverän. Upsa. Okay, los. Nee, weiter geht's. Mu-Kuh, da ist noch eine Kuh. Wusste ich doch, dass noch irgendwo eine Kuh ist. Oder die ist wieder neu. Na, ist auch egal. Ist ja auch wurscht. Jetzt widmen wir uns endlich dem heißen Zeug. So, als allererstes kommt der nukleare Reaktor. Dann hauen wir mal den Block darunter weg. Zuck. Und jetzt kommen die Chambers. Chamber 1 und Chamber... Oh, ich brauche ein Trittleiterchen. Trittleiter. Weil ich Shift klicken muss. Shift klick. Shift klick, Shift klick. Weg da. Und Shift klick. Okay, so, ich glaube, das Kabel von dem Reaktor nach drüben werde ich mal unterirdisch verlegen. Das haben wir noch gar nicht gebaut. Hm. Gut, gute Sache. Sehr clever. Nun ja, Aufbau des Reaktors, da muss ich mir mal eben kurz das Bildchen dazu daneben legen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Da ist es doch. Das war das falsche Programm zum Öffnen. So. Ja. Moment. So, ein bisschen größer. Okay, jetzt, ja. Okay, als erstes kommt eine Zelle. Dann kommt dies und dies. Habe ich eigentlich schon erzählt, von wem ich das Tutorial habe? Ich glaube nicht vom... Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, die Jungs von PogChop Media benutzen, haben also für ihren Reaktor auch diesen Aufbau hier benutzt. Und es ist einfach so, ich weiß gar nicht, ob ich es schon erklärt habe. Wenn nicht, tu es halt nochmal, was soll's. Und zwar ist dieser Reaktor ja selbst regenerierend. Das heißt, während die Zellen durchlaufen, kriegen Teile hiervon ein bisschen Schaden. Und sobald er quasi aufhört zu laufen, regenerieren die sich. Das heißt, die verbrauchen sich nicht komplett und wir haben kein Verbrauchsgut im Sinne von, wir müssen irgendwas wieder nachlegen, sondern wir haben etwas, was für immer bleibt, weil wir so, wie der Reaktor aufgebaut ist, es nicht so anordnen können, dass die Teile wirklich aufbrauchen und so haben sie immer wieder Zeit, sich zu regenerieren und wir haben Sicherheit für immer. Das ist wirklich sehr praktisch. Ich werde euch das Tutorial selbstverständlich verlinken, damit ihr es auch nachbauen könnt. Und ich habe das Ganze auch natürlich schon im Singleplayer bzw. auf einem Server getestet. Und es läuft einwandfrei. Es läuft mit, nicht wie er sagt, mit 420 EU pro Tick, sondern mit 830. Ich weiß nicht, woran das liegt. Irgendeine Drosselung oder er hat sich verguckt, was weiß ich. Es läuft aber auf jeden Fall ziemlich gut Strom raus und das ist ja die Hauptsache. Und, Moment kurz. Ja, das ist halt die Hauptsache, ne? Dass das Ding ordentlich Strom liefert.
Und ja, es läuft irgendwann frei. Es ist noch nichts in die Luft geflogen, solange ich dabei war. Und ja, das ist das, was wir wollen. Ne? Wir wollen ein sicheres Atomkraftwerk. Und ich glaube, ich habe ein oder zwei Teile zu wenig. Da bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher. Schauen wir gleich mal. So, das kommt dahin, kommt eine Zelle hin, dann kommen 1, 2 hiervon, Zelle, 1, 2 hiervon. Oben drüber kommt auch noch eins davon. Dann kommt hier. Kommt das Ding hin. So, dann haben wir hier eine Zelle. 1, 2 hier eine Zelle. Da und da. Ich glaube hier. Warte mal. 2, 4, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eins von den Complete Heat Vents fehlt. Jo. Okay, das basteln wir jetzt noch schnell. Ja. Und dann würde ich aber erstmal sagen, in der nächsten Folge bringen wir es dann zu Ende. Dann würde ich sagen, bauen wir den Mess Fabricator gleich nachher. Und dann kann es losgehen. Und ich sag mal, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.